Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Staxel. Liebe Leute, ich habe mir das mal angeguckt, die ganze Aufnahme, und tatsächlich ist es bei mir, wie schon gesagt, sind das durchgehende Flächen. Und im OBS ist es eben nicht so. Da sind das hier alles gepunktete Sachen und natürlich auch in der Aufnahme selber ist es gepunktet. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ist es die Grafikeinstellung oder so? Und die können wir ja mal reingucken. Optionen. Vollbild, Sichtfeld. Ja, Grafikeinstellung automatisch ermitteln. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier hochautomatisch nimmt oder was das ist. Wahrscheinlich ist das hoch. Schulterhöhe, transparenter Avatar. Ah. Wetter in Innenräumen aus. Detaillierungsgrad, halbe Auflösung. Ah. Das ist wahrscheinlich zum Runterregeln. Und ich habe auch gesehen in der Aufnahme, ich habe zufällig reingeklickt, zurück zum Spiel, zu maximieren sollen wir, dass ich eine Strecke lang gelaufen bin und dort hat es so zum Ende der Folge hin recht hart geruckelt und ich habe während des Spiels mal wieder keine Ruckler wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob man gerade irgendwie OBS Schwierigkeiten mit sowas hat. Ich habe bei welchem Let's Player war das? Ich habe bei irgendeinem Let's Player reingeguckt, der auch gerade gesagt hat, dass bei ihm OBS Probleme macht zum aktuellen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das gerade so ein Ding ist, sag ich mal. Dass hier was nicht funktionieren will. Ich habe einiges über deine fabelhafte Scheune gehört. Klingt das als ob alles in Ordnung wäre. Hier sind ein paar Kühe, die wir eingefangen haben. Sie sind alle davongerannt, als der letzte Besitzer wegging. Viel Glück. Wir haben Kühe. Übrigens suchen wir schon lange nach guten Baumeistern. Manchmal bekommen wir Nachrichten von Leuten, die hierher ziehen möchten. Dafür brauchen sie jedoch ein Haus, in dem sie wohnen können. Nach deiner hervorragenden Arbeit an der Scheune würden wir dich gerne um deine Hilfe bitten. Schau einfach ab und zu mal bei mir vorbei. Neue Anfragen kommen eigentlich so einmal die Woche rein, okay? Währenddessen wäre es wahrscheinlich keine schlechte Idee, dich mit allen bekannt zu machen. Oh Gott. Ich bin mir sicher, dass genau in diesem Moment jemand Hilfe sucht. Ich weiß zum Beispiel, dass Ria Trübsal bläst, seit sie hier angekommen ist. Sie hat bestimmt eine Aufgabe für dich. Falls dich das nicht anspricht, kannst du immer noch auf Erkundungstour gehen oder dich in Ruhe um deine Farm kümmern. Das ist ganz dir überlassen. Wir möchten nur sehen, was du damit so anstellen kannst. Oh, bevor ich es vergesse, es gelang mir kürzlich, Post in die Stadt geliefert zu bekommen. Du musst diesen Briefkasten aufstellen, damit du deine Post geliefert bekommst. Du hast vielleicht schon Post bekommen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell gucken, was unsere Post angeht. Und Ria hat eine Aufgabe für uns. Ist das dort nicht schon Ria? Was hast du für eine Aufgabe für uns? Mia, frische Beute? Mia. Miauts genau. Ich zieh dich doch nur auf. Du siehst nicht aus wie ein Fisch. Ich bin Ria, ein hiesiger Fischer. Oh, okay. Falls du jemals Anglertipps brauchst, dann komm ich mal besuchen. Okay. Wir bauen jetzt aber erstmal den Dingens auf, würde ich sagen. Den habe ich gerade mal wieder nicht hier. Bam, 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 bam. Ach hier, Gott, Augen auf im Straßenverkehr. Ne? Ich mache das mal kurz weg. Häuser für andere bauen, das ist natürlich interessant. Kann ich den schon hier vorne hinbauen? Okay. Ach du Scheiße. Robin, hallo du. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Briefkasten. Ich heiße Robin und bin einer von zwei zugewiesenen Postboten für deine Region. Ich bin hier, um dir einige Tipps zu geben. Ich glaube, Wren wollte dir etwas schicken. Aber so wie ich sie kenne, hat sie sich wahrscheinlich verlaufen beim Versuch, es zu liefern. Ich mache Witze, schicke Hilfe. Ich glaube, ich habe sie wütend gemacht. Oh je. Du wirst von Zeit zu Zeit ein paar Briefe bekommen, meistens von anderen Bewohnern, die Hilfe brauchen oder dir Geschenke schicken. Manchmal bekommst du aber etwas von außerhalb der Stadt. Es ist ganz egal, in welchen Briefkasten du schaust. Wir sind ziemlich gut darin, sicherzustellen, dass deine Post genau dort ist, wo und wann du sie brauchst. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, wenn du deine Post im Auge behältst, damit du nichts Wichtiges verpasst. Hoffentlich sehen wir uns einmal auf meiner Runde. Auf meiner Runde. Achso, Robin. Wren, hallo, ich trage Briefe aus. Ich schreibe sie nicht. Wie viele Grüße, Wren. Hallo Yolandi, Glückwunsch. Deine Insel wird zufällig bei unserer letzten Lotterie ausgewählt, um insgesamt 200.000 Blütenblätter zu erhalten, die zufällig im Dorf verteilt werden. Möge dein Anteil dir viel Freude bereiten. Vielen Dank für deine fortwährende Unterstützung. Ach, cool. Ich habe nur 10 von 200.000 gekriegt. Oh.
Errungenschaften sind eigentlich schon an sich Belohnung genug, aber ich persönlich finde, dass man dem noch das Sahnehäubchen aufsetzen könnte. Sprich mich einfach hin und wieder an. Ich schaue dann, was du erreicht hast und ob du dafür eine besondere Belohnung verdienst. Okay, dann haben wir jetzt einen leeren Briefkasten. Wenn ich hier mit dem Hammer drauf hau, mache ich das kaputt. Zerbrechen, ja. Ich will es nicht kaputt machen. Ich dachte, ich kann das reparieren. Na? Gut, du bist fröhlich, du hast zu essen. Alles klar. Jetzt wollen wir aber die Kuh in der Kiste hier mal rauslassen, würde ich sagen. Wie? Oh. Ich hoffe, du steckst nicht fest. Oh. Alberta und Mildred. Sehr coole Namen. Ich glaube, ich muss das Kuhgehege hier echt vergrößern. Die sind ein bisschen sehr eingefärcht, finde ich. Aber muss ich den jetzt nicht? Warte mal, kann ich den jetzt nicht? Wartet mal, Mäuschen. Butterspender kann nicht damit gefüllt werden. Mit was fülle ich den denn? Butterspender ist leer. Ich kann aber kein Gras oder so sammeln, ne? Beziehungsweise ich brauche dafür noch eine Sense. Wenn ich eine Sense habe, kann ich dann... Ich weiß nicht genau. Aber wir haben ja auch gleich wieder kurz vor Abend. Deswegen würde ich, glaube ich, erstmal schlafen gehen. Und dann gucken wir morgen weiter. Besen oder Sense? Okay. Ich werde mal gucken, wie teuer eine Sense ist im Dorf. Damit können wir dann vielleicht hier ein bisschen mehr rocken. Aber erstmal Hundi. Und Wasser. Wächst immer noch prächtig. Dann das Hundi begrüßen. Ist immer noch fröhlich, sehr gut. Euch geht's gut? Muss noch rausfinden, wie ich euch Futter gebe. Blauer Voxelboy? Wo kam der denn jetzt her? Was haben wir nicht? Kann ich damit was machen? Da hat jemand wohl seine Konsole verloren. Okay. Vielleicht müssen wir das auch jemanden einfach nur zurückbringen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich würde gern... Mal gucken, wie viel ich zum Beispiel für zwei Bretter bekomme, wenn ich die auf dem Markt verscherbe. Hier ist eine Sellbox. 32 für zwei Bretter. Okay, dann würde ich nämlich ein bisschen sägen gehen. Und dann kann ich mir... Oh, ein Rüschenkleid, ist das süß. Dann kann ich mir ein paar coolere oder weitere Dinge kaufen. Das hier ist alles mehr Gestaltungszeug, ne? Ich werde zur Sicherheit mal... Warte mal, haben wir hier Kuhfutter auch? Ah, Futter, Trugfutter. Hühnerfutterstelle. Schweineschild, Hühnerschild, Hühnerfutter. Fangkiste, okay. Hühnerstall, Kuhschild. Schaf in der Kiste, leerer Trog. Pfeife. Futternapf. Okay, dann holen wir einmal das Trogfutter. Oh, das kostet auch 100. Vielleicht gehe ich erstmal ganz schnell die Kühe füttern. Und dann säge ich noch ein bisschen Zeug. Oder vielleicht gehe ich erstmal Holz hacken und dann säge ich mich zu Tode. Und wenn ich das alles verscherbelt habe, kann ich mir noch ein paar andere Sachen holen.
Eine der Sachen, die ich auf jeden Fall gerne hätte, wir müssen auf jeden Fall viel mehr Gemüse anbauen, das hundertprozentig. Hallo. Hier, klein Mäuschen. So. Gefüllt mit 4 Einheiten, okay. Ich frage mich, ob die das hier draußen auch fressen. Eine Sense wollte ich ja auch haben. Wahrscheinlich am besten, wenn ich erstmal mich um das Holz kümmere. Und wie schon gesagt, dann. Dann hole ich mir eine Sense. Mit der Sense kann ich dann, muss ich vielleicht nicht das Trogfutter dann kaufen. Sondern kann. Hier wächst aber jetzt kein neuer Baum, oder? Oder kommt das erst noch? Weiß nicht genau. Weil ich will ja auch nicht hier komplett die Karte leer machen. Warum hackt der nicht das den Boden mit weg? Hier sind aber auch viele kleine jetzt aufgetaucht. Also vielleicht forstet der random auf. Nicht in dem Sinne. Sterngelee? Okay. Keine Ahnung, was Sterngelee ist. Oh, eine Schnecke. Hallo. Noch eine Schnecke. Kann ich das erforschen, wenn ich das gefunden habe? Sterngelee, wo haben wir es da? Anscheinend nicht. Zirpen die Grillen, als wäre es nachts so ein bisschen. Sieht immer so ein bisschen wenig Holz aus für die Masse an Baum, die ich wegknüppel, oder? Finde nur ich das. Nur 5 Holz für das fette Ding? Aber ich sehe gerade hier hinten ist auch was weggegangen. Mein Holz. Ich weiß gar nicht, ob man für die Blüten und so auch was kriegt. Hier sieht halt aus wie ein dichterer Wald. Das ist auch cool. Und mal gucken, wie viel wir jetzt schon haben. 437. Da sitzen wir auf jeden Fall eine Weile da zum Sägen. Ich frage mich, ob wir die Häuser dann auch selber bauen sollen oder ob wir nur die Materialien bringen. Und ob sich wirklich die Stadt vergrößert mit der Zeit. Das wäre natürlich auch fett, ne? Ich kann ja theoretisch auch den ganzen Tag und die ganze Nacht hier das Zeug wegsensen. Da habe ich ja keine Interaktion mit den anderen, obwohl ich das natürlich auch noch machen möchte. Nicht, dass ich hier nur für mich durch die Gegend laufe. Aber ich bin gerade eben darauf aus, ein bisschen Geld zu haben. Sammle ich eigentlich noch was anderes auch ein? Nee, nur das Holz, ne? Habe ich genau 500? Oder stackt das einfach nur nicht weiter? Warte mal, wir probieren es nochmal bei einem Baum. Ach doch, stackt weiter. Das waren einfach nur genau 500. Jetzt möchte ich aber auch mal gucken, was das. Spitzhacke. Boah, die brauchen wir auch noch. Mit Erzen, was auch immer wir da tun können. Ist das hier so ein Haus? Luftschiffplatz. 2 Bank, 10 Seile, eine Pinnwand. Okay, muss ich das bauen und dahin schaffen oder was? Und fliegt das dann, wenn das ein Luftschiff ist, fliegt das woanders hin? Krass. Und mal alles noch erkunden.
Das will ich auch unbedingt alles noch bauen. Und da habe ich jetzt auch glatt vergessen, wo wollte ich hin? Ich will hier in den Laden rein, um das Holz zu sägen. So. Dann lassen wir das mal durchgehen. Das wäre eigentlich das perfekte Let's Play, um sich ein Thema halt rauszusuchen, über das man nebenbei labern könnte, ne? Oh. Wir haben schon 15 Uhr, mein Handy vibriert nämlich gerade. Weil das ein geheimer Wecker ist, den ich um diese Uhrzeit immer stelle. Was mich gerade mit am meisten bewegt, ist vor Artikel 13, muss ich sagen. Weil die Zukunft so ein bisschen ungewiss ist, was eins meiner größten Hobbys angeht, nämlich das hier, Let's Plays zu machen. Witzigerweise habe ich jetzt gerade in den letzten Tagen, mehrere Hater-Kommentare und negative Bewertungen bekommen. Es ist immer die gleiche Person gewesen. Einer, der Vorname Nachname heißt, der mir dann solche netten Kommentare hingeschrieben hat, wie halt dein Maul, du Hurensohn, und tu uns allen einen Gefallen und lösch deinen Kanal, du Opfer, und sonst solche Sachen. Das sind so Momente, in denen ich mich dann immer frage, warum schreibt das jemand? Warum macht sich jemand die Mühe, das zu schreiben? Das ist für mich, weiß nicht, ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, weil ich mir denken würde, klar sieht man ab und zu mal Content, der einem nicht gefällt und bei dem man sich denkt, meine Fresse, juckt keine Sau, was du sagst, tust und machst. Ich möchte übrigens, wo wir gerade dabei sind, oh, wollte den eigentlich runternehmen. Ich wollte mal gucken, wie viel einer davon kostet, wenn ich den verkaufe. 32 waren, glaube ich. Wir machen mal eine Latte. Schnell aus dem hier. Nein. Das möchte ich platzieren. So. Und dann verkaufen wir. Habe ich den Block noch gar nicht montiert? Achso, hier steht er. Augen auf im Straßenverkehr. Dann verscherbeln wir jetzt nämlich einen Holzblock und ein Plankending und dann gucken wir, was uns mehr Geld bringt und das benutzen wir dann einfach. So. Das bringt 16. Nee, warte, ich will es ja trotzdem verscherbeln. Hä? Ich will es nicht aufheben. Okay. Und der Block muss da schon wieder hin. Bringt nur 6. Okay. Und hallo. Und die, was bringt das? 210. Krass. Und das hier, nee, das möchte ich nicht roh verkaufen, glaube ich. 24 davon bringen so viel. Nee, den möchte ich erstmal mitnehmen, das Bauholz. 16 ist schon mal ein Preis. Es ist ein Preis, sagen wir es mal so. Damit kommen wir schon mal ein bisschen weiter vorwärts. Mit 300 können wir uns schon dreimal Tiernahrung leisten. Das ist ja schon mal wieder ein Anfang. So, dann machen wir aber erstmal das und lassen das hier weiter säbeln. Theoretisch könnte ich auch woanders hingehen in der Zeit. Oder? Macht's das im Hintergrund weiter? Wir probieren mal, ob es das im Hintergrund weitermacht, oder? Dann gehe ich nämlich einfach hier weiter Bäume hacken in der Zeit. Oder warte mal, wo kriege ich denn? Kriege ich denn bei ihr auch eine Sense? Hier sind die ganzen Blaupausen und so. Nee, Gerätschaften sind hier nicht. Da drüben ist ja noch dieser allgemeine Laden. Da gehen wir mal schnell gucken. Beziehungsweise auf dem Markt könnten wir theoretisch auch gucken. Aber das sind Möbel, Klamotten. Ja, gehen wir mal hier rein. Hier finden wir bestimmt eher das, was ich suche. Das ist fertiges Essen schon. Das ist auch Samen. Auch sehr nützlich, brauche ich dann auch. Axt. Besen. Smoker, okay. Spitzhacke für 40, die nehmen wir gleich mal mit. Sensor nehmen wir mit. Melkmaschine. Okay, Schaufel haben wir.
Insektennetz für 60. Brauche ich den Besen dringend? Dichtes Gras. Haben wir die Melkmaschine, nehmen wir auch mal mit. Versandstation. Schafschere. Feengras. Insektennetz. Was soll's, nehmen wir auch mit. Was haben wir hier? Schaufel. Sensor und so habe ich ja jetzt schon. Das gleiche Versandkatalog. Okay, kann ich da meine Ware auch so verscherbeln oder so? Ich weiß es nicht genau. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt, Sense, ob ich damit für meine Viecher Gras krieg? Nee, ne? Ja, wozu nehme ich denn dann die Sense? Oder geht's bei Gras zum Beispiel, dass ich da was für die Tiere zum Essen habe?